Kopfball erzeugen. Und wir sind auch schon drin in den ersten Sekunden dieser Begegnung. Und auf ein paar Namen werden wir natürlich während des Spiels auf jeden Fall hinweisen. Zum Beispiel mit der... Das ist schon kein schlechter Kader. Auf der anderen Seite mit Veronika Maller und dahinter ja noch Antje Döll auf links außen. Auch sehr, sehr gut aufgestellt. Das ist eine tolle Aktion am Kreis. Erster Treffer an diesem Abend. Oh, das ist ein starker Wurf von Lucy Marie Kretschmer. Dann hast du eben auch eine Chance, ansonsten wird es eben schwierig. Oh, was für ein Pass und was für ein Tor. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber das war ein... Schön. Und den Wurf kriegen sie. Amelie. Ausgleich von Alkmaar genau getroffen. Und hier haben wir den Ausgleich auch schon wieder. Die schmeißen alles rein, was sie haben. Und da auch Bietigheim noch nicht bei 100% ist, ist es hier bei einem Unentschieden. Beide haben sich allerdings in der Vorbereitung... Xenia Smietz, das sah leicht und locker aus. Und Parade von Vanessa Fair. Den schauen wir uns das mal an, ob es den Flames gelingen wird. Oh, das ist ein richtig schönes Tor. Das ist allerdings auch nicht schlecht auf der anderen Seite. Mittlerweile mit 11 Treffern führt. Oh, ist hinten raus. Knüppeldick gekommen für die Flames. Und das ist dann auch das Endergebnis. 34:23 gewinnt die SG BBM Bietigheim mit ihrem neuen Trainer, mit Jakob Westergaard. Man überreicht ihn an die Kapitänin, an Xenia Smietz. Und jetzt dürfen sie ein bisschen feiern, aber auch nur in Maßen, denn in ein paar Tagen geht es ja dann schon wieder weiter mit dem ersten Spiel in der Bundesliga für die Bietigheimerinnen gegen den HSV.